Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Need for Speed Most Wanted. Mein Name ist Sofian100, das hier ist jetzt die 9. Folge. Und ja, in der letzten Folge haben wir so ziemlich alle Rennen und Meilensteine gemacht, die wir brauchten, um Vic herauszufordern. Und ja, wir können in dieser Folge jetzt Vic herausfordern. Er fährt übrigens ein Toyota Supra und wollen wir es mit dem Punto versuchen? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass wir es vielleicht nicht hinkriegen, weil ich ja jetzt schon ein bisschen Probleme hatte, so ein bisschen aufzuholen und so und aufzuschließen und vorne zu bleiben und so weiter und so fort. Ich kann mich an diese Radarfallenrennen erinnern. Ich glaube, eins mussten wir sogar nochmal neu probieren, glaube ich. Komm, wir probieren es einfach mal. Vic, jetzt bist du dran. Das sind 2 Sprintrennen. Boah, mit gut 2 Minuten Rennzeit. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen oder nicht. Also fängt der Part auf jeden Fall schon mal sehr gut an, die Aufnahmesession, Part 9. Oh, die Bullerei. Starker Auftritt, echt starker Auftritt. Also Leute, wenn wir das mit dem Punto hinbekommen, den Supra zu besiegen, dann dann ist der Supra für mich echt, dann ist der für mich, nein, Spaß beiseite. Ist ja nur so ein Rennspiel. Und ich meine, Need for Speed war noch nie sehr dafür bekannt, dass die extrem realistisch irgendwie da waren. Und ja, komm, lass mal's. Ja, okay, alles klar. Geil. Okay, das war jetzt mein Fehler. Wie gesagt, fängt auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Hier, Part 9. Was beschmeißt du mich mit Müll, sag mal? Bist du behindert oder so? Alter, wir holen aber wieder ganz schön arg auf, Mann. Mal aus dem Weg. Sag mal, also wenn beim Punto einmal das Heck kommt, dann fängt man irgendwie gar nicht mehr so schnell ein. Oh, schalt runter, ey. Dann schalt halt wieder hoch. Oh, ich habe das Gefühl, ich kann heute nicht fahren, Alter. Was ist mit mir los? Ja, hier in der Kurven, da wären wir ganz schön langsam. Vic hat aber ab und zu mal so Probleme mit Hindernissen. Wirklich, wenn da mal was kommt, dann bremst er ganz schön stark ab, der Junge. Sechs Gang. Also dieser Punto überrascht mich immer mehr, ey. Also ich denke mal, wenn wir die Führung halten können, dann sieht auf jeden Fall alles ganz gut aus für uns. Okay, er fährt auch Abkürzung. So, ich sollte auf dem Asphalt bleiben, wenn ich vorne bleiben will. Oh, er dreht sich, er dreht sich, er hat sich gedreht. Wahnsinn. Okay. Also wirklich viel besser fahren als ich kann er nicht. Das möchte ich nur mal so sagen. %70 haben wir jetzt schon abgeschlossen. Übrigens fahre ich manuelle Handschaltung. Wow. Ich spiele übrigens mit Xbox 360 Controller. Für diejenigen, die es interessiert. Und wenn ich eins damals gelernt habe, dann war es hier nicht rechts reinzufahren. Dann ist lieber auf der Straße zu bleiben. Hochschalten und da kommt schon die Ziellinie. Okay, das erste Rennen. Okay, anfangs meine Schwierigkeiten, aber ich muss auch erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Das ist der erste Part für heute. Leute, ja? Nicht stressen. Okay, nächstes Rennen. Ich bin gespannt, Alter. Wenn wir das hinkriegen mit dem Punto, ey, dann fresse ich Besen. Nein, ich fresse kein Besen. Ich habe heute schon gegessen. Ich habe keinen Hunger mehr.
So, perfekter Start. Sehr gut. So, jetzt bin ich mal gespannt, ey. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Wir sind auf jeden Fall mit dem Frontantriebler eigentlich mega im Nachteil. Oh Mann, ich muss mich mehr auf die Karte konzentrieren. Verdammt nochmal. Oh, der macht immer alles kaputt, ey. Deine Eltern tun mir echt leid, ey. Die hatten es wahrscheinlich ziemlich schwer mit dir. Weg. Was ist Weg überhaupt für ein Name, hä? Die Kurzform von Victor oder was? Ich weiß es schon ganz ehrlich nicht mehr. Ich weiß, der richtige Name steht, glaube ich, auch im Lebenslauf von den Typen. Ach du Scheiße, ey. Oh, okay. Ich sag doch, der hat Probleme mit Hindernissen. Und ich habe Probleme mit Kurven. Alter, ist das dein Ernst? Also diese Hitbox hier im Spiel kann man absolut in die Tonne kloppen. Hallo? Bremst mich doch nicht aus. Also ich muss mich auf jeden Fall dran gewöhnen, dass ich in zukünftigen Rennen und Kurven nicht so nah an der Wand ranfahre, weil ja, die Hitbox ist ein bisschen kacke. Von gefährlichen Kanten und Ecken. Okay, aber wir sind vorne und wir haben schon fast drei Viertel des Rennens hinter uns. Ach du Scheiße, er hat uns überholt! Ach, jetzt fährt er doch rein. Verdammt nochmal. Arschgeige, hast mich ausgetrickst. Ich habe ihn einen Moment lang gedrückt gehabt. Das hat sich aber so angefühlt gehabt, als würde er da nicht reinfahren wollen. Verdammt nochmal. Scheiße, okay. Das Rennen wäre gelaufen. Kann ich das direkt so? Ja, kann ich. Okay, dann starten wir das Rennen direkt so. Okay, diesmal war das kein perfekter Start. Ich hab schon gewusst, dass das mit dem Punto ziemlich schwierig wird. Ich meine, ich glaube, der Punto ist auch von der Leistung her nicht ganz aufgetuned. Ich glaube, ich habe da einiges ausgelassen. So, hier war diese erste blöde Kurve. So, jetzt kenne ich schon mal ein bisschen die Strecke. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich auch vorne bleibe. Und keine Fehler mehr mache. Alter Schwede, ist ja schnell. Der kommt richtig flott um die Kurven. So, da vorne kommt mir meine Lieblingskurve. So war das aber nicht geplant. Warum benutze ich eigentlich nie den Speedbreaker? Echt jetzt, der fällt mir jetzt erst wieder ein. Nein! Nein! Es sind neue Batterien drin, Alter. Und der Controller... Will mich der... Dauer, der Controller will mich doch verarschen, oder? Echt jetzt? Alter, du kannst mich am... Hallo? Am Arsch kannst du mich lecken, Controller! Warum ist der Controller jetzt zweimal ausgegangen, Alter? Verstehe ich absolut gar nicht. Ah. Komm schon. Ja, es gibt's doch einfach nicht. Alter, also irgendwas ist hier... Hallo? Arschgeige. Boah, ich habe nichts gemacht. Leute, ich schwöre euch, die Batterien sind neu. Okay, die erste Kurve. Na, hallo, Alter. Das will nicht so, wie ich will. Ich schmeiß den Controller gleich aus dem Fenster raus, ey. So, jetzt bleib aber an, ey.
Gibt's doch nicht. Das Problem mit dem Speedbreaker ist, dass ich gar keine Ahnung mehr habe, in welcher Taste ich den gelegt habe. Ich glaube, deshalb benutze ich ihn nicht. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo ich Nitro habe. Ich meine, ich habe zwar kein Nitro, aber trotzdem. So, Controller. Oh, alter Wick, Alter, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Wir waren 25.000 Meter weit weg von den scheiß KI-Fahrzeugen. Was ist zur Seite mit dir? Aua, ey! Boah, jetzt wird er aggressiv, ey, der Bob. Ich hab so das Gefühl, er mag mich nicht. So. Okay. Controller, bitte verlasse mich nicht. Ich flehe dich an. Wow. Wow. Controller, bitte verlasse mich nicht, sonst flippe ich nämlich aus. Wow. Also mit dieser Kurvenlage hatte ich jetzt gerade absolut gar nicht gerechnet. War überraschend irgendwie ziemlich gut. So, jetzt will ich aber auch hier rein. Und er fährt diesmal weiter. Und er ist trotzdem schneller als ich. So, jetzt kein Kack mehr bauen, kein Kack mehr bauen. Nein, 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 nein. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Ja, ich glaube, ich muss es nochmal probieren. Okay. Ich wollte schon anfangen zu schreien, aber ich habe Nachbarn. Deshalb geht das ja nicht. Das war wieder kein perfekter Start. Ach Mann, ey. Ich nehme diese letzte Kurve, ich nehme die auch absolut immer falsch, ey. Ohne Witz. Ich meine, gut, Punto gegen Supra, ja, also. Hä? Was machst du denn für einen Kack? Guck mal, ob ihn das hier ausbremst. Ich glaube es zwar ja nicht. Nee, nicht wirklich. Das hat eher mich ausgebremst. Vollkommen verschalten. So. Was mache ich, wenn ich das hier nicht hinkriege? Was mache ich, wenn ich das hier nicht hinkriege? Ich muss es hinkriegen. Es gibt keine Alternativen. Oh yeah! Das war nicht schlecht. Zwar im falschen Gang, aber war nicht schlecht. Ich glaube, so einen ähnlich großen Vorsprung hatten wir letztes Mal auch. Aber der holt halt ziemlich schnell wieder auf, der Junge. Komm schon, konzentrieren. Controller, bleib an. Okay, okay. So, jetzt kommt die zweite S-Kurve. So. Gleich aus dem Parkplatz fahren. Dann auf der Allee kein einziges Bäumchen treffen. Und dann sollte das funktionieren, denke ich. Oh, verdammt, verdammt, verdammt! Oh mein Gott, ist der schnell. Aber das kriegt er nicht hin, das kriegt er nicht mehr hin. Oh, Gott sei Dank! Controller, was ist los mit dir? Absolviert! Weg! Weg mit dir! Oh, voll gegen das Mikrofon geschlagen. So, Glückwunsch, du kannst jetzt aus zwei Symbolen von Weg wählen. Ja, Mann, wäre cool, wenn ich eine Karre bekommen würde, ja? Das wäre richtig cool.
Yeah, Gegner-Fahrzeugschein. Du hast gerade den Fahrzeugschein des gegnerischen Wagens gewonnen. Wenn du das nächste Mal in deinem Unterstopf fährst, wird der Wagen dort auf dich warten. Sehr cool. Extra Geldprämie. Du hast gerade einen Geldbonus in Höhe von $10,000 gewonnen. Yeah. Oh, Leute. Camden Beach ist nur freigegeben. Yeah, fett. Dankeschön. Nächster Gegner, Blacklist 12. Isabel Diaz, Spitzname Izzy. Mazarex 8. Oh, Stärke K.O.-Rennen. Lebenslauf. Mit Izzy solltest du dich lieber nicht anlegen. Sie weiß alles über Autos. Auf und abseits der Straße. Ihr Schlitten ist perfekt vorbereitet. Und sie hat nur mit Rennfahrern zu tun. Jeder, gegen die sie fährt, ist ein Cousin, Freund oder Onkel. Die halten alle zusammen. Also verscherz es dir nicht mit ihr. Nö. Also Mazda RX-8. Izzy, zeig mal deine Karre. Oh yeah. Ich weiß nicht, ich mag den RX-8 irgendwie. Ziemlich interessantes Auto. Wankelmotor und so. Ne? Okay, wir haben Vic besiegt. Endlich. Hab gehört, du hast es bis nach Camden Beach geschafft. Sauber. Dieser Rock legt sich anscheinend ins Zeug. Ich hab dir einen Unterschlupf in Küstennähe besorgt, damit du nicht nach Rosewood zurückfahren musst. Wäre sonst ein langer Weg, wenn die Cops hinter dir sind. Sei vorsichtig und lass dich nicht erwischen. Ja, ich werde es mal probieren. Danke für die Info. So, Vic ist der nächste. Das haben wir uns schon angehört. So, ansonsten gibt's nichts Neues. Schön. Ja, Freunde, Camden Beach ist freigeschalten. Wo gehe ich denn zur Karte nochmal? Mit welcher Taste? Hier. So, mal gucken, ob ich euch überhaupt zeigen kann. So, ich glaube... Ja, genau. Ab hier war alles zu. Hier komplett war alles zu. Jetzt ist das hier alles offen. Und das letzte ist das hier. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich glaube, Rockport City oder sowas. Downtown, Rosewood. Ich glaube, das komplett heißt Rockport. Ach, keine Ahnung. Ich habe absolut keinen Plan mehr. Und ich glaube, das hier war schon offen. Nee, das war noch nicht offen, weil hier durfte man, glaube ich, auch noch nicht vorbei. Genau. Okay, Leute. Ja, Vic ist endlich besiegt. Und sorry für die Unannehmlichkeiten jetzt gerade im Rennen gegen Vic. Controller, ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist. Ich kann den jetzt schütteln und nichts passiert. Und vorher keine Ahnung, weshalb er die ganze Zeit ausgegangen ist. Wollte noch irgendwas sagen. Apropos, es ist ja so, ich habe ja schon in meinen anderen Videos in ETS 2 hauptsächlich schon gesagt, dass ich so ein Typ bin, so ein Let's Player, der nicht gerne Sachen rausschneidet. Weil sonst hätte ich gesagt, okay, komm, die ganzen Fails, die ich vorher gemacht hatte, die würde ich am liebsten rausschneiden oder so. Aber ja, Leute, ich bin auch nur Mensch. Ich habe halt auch mal Fehler. Und manchmal passiert auch einfach nur Scheiße. So, okay, wie viel müssen wir noch machen? Rennsiege 4, Meilensteine 3. Wie viele Rennen gibt es denn zu machen? 7. Oh, hier das erste Drag-Rennen. Cool. Wie sieht's aus mit einem Meilenstein? Ah, oh, so typische, ne? Was haben wir hier? 8 Polizeiwagengramm, weniger als 3 Minuten entkommen und 4-minütige Verfolgung. Okay, das sind noch relativ erreichbar. Ja, Leute. Dann würde ich jetzt mal sagen, ich mache jetzt einen Cut. Nein, mache ich nicht. Einen Moment mal. Scheißdreck, mache ich einen Cut. Wir haben gerade einen Wagen freigeschalten und den werden wir jetzt auch benutzen. Wir werden einen Wagen tauschen. Und zwar auf den Toyota Supra. So, Freifahrt fortsetzen. Jope. Das will ich machen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge tunen wir dann so ein bisschen den Toyota Supra um. Machen ein bisschen was aus dem. Und, oh, der hat Nitro. Fällt mir sehr gut. Cooles Auto. Richtig cooles Auto. Ja, Leute. Auf jeden Fall, im nächsten Part werden wir den ein bisschen umtunen. Und dann werden wir mal so die ersten Rennen machen. Und ich hoffe, dass wir... Das hier ist ja schon Part 9. Dass wir so ab Part 13 dann gegen Easy fahren. 13, 14 so, denke ich mal, schätze ich mal. Und das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, wenn wir das schaffen würden. Dann würden wir auf jeden Fall sehr flott unterwegs sein, Leute. Ich meine, Blacklist 12. Ne? Wir sind jetzt schon Blacklist 13 gegen Blacklist 12.
gilt es jetzt dann bald anzutreten. Toyota Supra gegen Mazda RX-8. Boah, ich denke, das wird, ja, ich denke mal, das wird machbar sein. Auf jeden Fall besser als gerade mit dem Punto gegen den Supra. Echt jetzt. Wenn der Controller mitmacht. So Leute, jetzt verabschiede ich mich aber. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.